Hallo, da bin ich nach langer, langer Zeit mal wieder. Ich war heute im Action und habe ein bisschen was gekauft und auch was Neues entdeckt, was ich noch nirgendwo gesehen habe. Leider gibt es bei uns diese Stanzen noch nicht und irgendwas noch. Dann fange ich mal an. Ich nehme erstmal die großen Sachen. Und zwar habe ich mir einmal diese Strandmatte gekauft. Die ist ganz cool. Wenn Sand drauf ist, einfach rubbeln und weg ist es. Die hat 3,49 Euro oder so gekostet. Dann einmal diese Aufbewahrung. So, die. Und zwar. Mach sie mal auf mit euch. Entschuldigung. Das war laut. Moment. Und zwar sieht das ja aus. Ja, jetzt wenn da nichts mehr. Also habe ich am Anfang auf jeden Fall gedacht, dass man da unter nichts mehr reinmachen kann. Aber man kann das abnehmen und dann kann man da auch noch was reinpacken. Das ist ganz cool. Und hier natürlich auch. Und das ist ein Klotz. So. Und wenn man die wegnimmt, kann man es auch zumachen. Kann man Deckel, fliegt nichts raus. Das kommt hier auf meinen Schreibtisch. Weil. Die Tür macht sich selbstständig. Ja, weil ich hier so viel Kram rumliegen habe, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wohin damit. Ja, ich fange auch was an, lasse es dann liegen und fange dann was Neues an. Und dann liegt das hier alles rum. Naja, so, das hat 2,49 Euro irgendwie so gekostet. Also unter 3 Euro auf jeden Fall. Denn einmal der hier, der war alle. Und ich habe ja meinen eigenen Gemüsegarten dieses Jahr zum ersten Mal angebaut und alles wächst super. Außer Brokkoli, Blumenkohl. Ja, irgendwie die ganzen Kohlsorten. Das schaffe ich irgendwie nicht. Der kostet 99 Cent. Denn einmal so ein Bilderrahmen. Da sollte eigentlich ein Foto rein, aber das passt irgendwie nicht. Da kommt ein 20x20 Foto rein. Ja, ist auch eigentlich auch egal, weil das hier ist eins und darunter kann man das Foto machen. Und dann hat man nur diesen Kreis hier. Aber ich fand das hier doof mit diesem Schild. Deswegen habe ich gedacht, weißer Hintergrund und dann Foto, aber das sieht auch nicht schön aus. Der hat 99 Cent gekostet. Mal gucken, was ich damit mache. Denn einmal das hier. Und zwar nur. Moment. Nur wegen diesem Teil. Und der Matte natürlich. Weil ich habe eine Idee. Vielleicht mache ich das mit euch sogar zusammen. Ja, und dafür brauche ich das. So, dann hat mein Sohn eine neue Trinkflasche bekommen für den Kindergarten. Die ist aber irgendwie ganz schön schwer aufzubekommen. So. Die hat 1,49 gekostet. Dann einmal Glasreiniger. 79, glaube ich. Dann einmal fürs Auto. Ich habe schon so eins von Hello Kitty. Aber das rutscht trotzdem irgendwie immer wieder runter. Also ich hoffe, das hier ist besser. Das hat 1,29 Euro oder 49 gekostet, irgendwie so. Mal gucken. Unspektakulär einmal das. Nicht für mich, sondern zum Geburtstag von jemandem. Und einmal das. Die hat nämlich Hund und Katz und ja.
Ich weiß nicht, was ich ihr schenken soll, deswegen kriegt sie das und das. Und dann habe ich noch etwas gesehen gestern aus Beton, was ich auch noch gerne machen möchte. Das bekommt sie dann auch noch. Und das zeige ich euch dann aber auch, wenn es fertig ist. So. Das andere ist alles ein bisschen durcheinander. Ich habe alles in die Kiste reingeschmissen. Und zwar habe ich mir einmal diese hier geholt. Ja. Da stand Hey Girl, Hey Boy, Bye Boy. Ja. Ich habe gedacht, vielleicht kann man die sogar eingießen. Weil die sind, glaube ich. Ja. Ich glaube, dass man die eingießen kann. Dafür fand ich die ganz schön. Die haben 39, glaube ich, gekostet. Und einmal die hier. Aber die kennt ihr ja schon. Da habe ich das eigentlich nur wegen den Herzis da mitgenommen und den Stern. Ja, und hier unten, was war das? Ja, da ist das nicht richtig ab. Naja. So, denn bei Rossmann habe ich mir einen Bilderrahmen gekauft. Diese kleinen. Da gibt es Kuh und Pinguin. Und ich glaube noch irgendwas. Aber ich habe die Kuh genommen. Die bekommt meine Mama. Sie steht so auf Kühe. Und ein Foto von uns. Also von mir und meinen Kindern. Dann einmal das, das brauche ich. Das hat, glaube ich, 69 Cent gekostet. Dann Mosaikkleber. Das brauche ich auch für ein Projekt. Das werde ich dann wahrscheinlich mit euch machen. Einmal eine Kur, Haarkur. Ich weiß gar nicht, wie die riecht. Die hat, glaube ich, 1,99 € gekostet. Ist aber eine Riesentube. Riecht ganz gut. Das ist diese hier. Also ist nicht so, als wenn ich kein Volumen habe. Ich habe so dickes Haar, aber. Man kann ja nie genug bekommen, ne? So, einmal dieses hier für meine Kinder. Habe ich gedacht. Mal gucken, ob das was wird. So ein Slush-Becher. Der hat 2,49 €, glaube ich, gekostet. Dann habe ich mir die hier mitgenommen. Ich habe schon gehört, die decken nicht richtig. Aber wenn ich weiß darunter mache oder schwarz oder mal gucken. Ja. Ich probiere mich da mal aus. Dann gab es noch so eine Pfanne. Allerdings weiß ich nicht, ob das wirklich gut ist. Weil das ist echt minimal, was da. Also ich hatte noch nie so eine, aber wenn ich bei den anderen das hier immer sehe, dann ja, sind die größer. Also höher. Die hat 8,29 € oder 39 irgendwie so gekostet. Dann brauche ich neue Handtücher fürs Waschbecken natürlich. Und da habe ich mir einmal die hier mitgenommen. Ich finde die eigentlich richtig schön mit diesen na, Fäden da dran, ne? Gab es einmal in Anthrazit, einmal in Rosé. Und einmal in braun-weiß, beige-weiß. Ja. Die haben je 99 Cent gekostet. Dann habe ich mir diese Bänder hier mitgenommen. Für Mini-Alben. Ich versuche mich da gerade dran. Das erste ist aber gescheitert. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ja. Ich habe mir diese Buchbinderinge da von Action gekauft.
Und irgendwie finde ich das. Nein. Also wenn ich die von anderen sehe, die sind irgendwie immer alle schöner. Aber das werde ich für mich benutzen, weil ich wollte es eigentlich verschenken, aber. Nee. Da übe ich noch ein bisschen. Ich habe noch 2 Monate Zeit. Und das wird nämlich ein Junge und deswegen blau. Aber ich möchte auch noch ein weibliches Mädchen-Album machen. 69, 79 Cent, glaube ich. So, dann habe ich zum allerersten Mal. Nee, da fehlt noch eins. So. Diese Stempel bei uns entdeckt. Hat die mit dem Hund? Voll süß. Mit dem Bienen, mit der Kamera und mit dem Hasen. Das finde ich so süß. Ja, passt auch zum Bibi-Album. Also, ich wohne da. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, wir haben 2 Action bei uns und der eine, der ist in einer großen Stadt. Der hat noch Stempel, ich glaube vom letzten Jahr. Und noch sowas von viele. Der kriegt auch nie die neuen. Also die hier hatte er zum Beispiel nicht. Und die davor. Mit den habe ich jetzt eins hier. Oh, ich habe immer alles hier rumliegen. Und wenn ich das brauche, dann ist es. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall das mit den Eulen und mit dem It's a boy, it's a girl. Die gab es auch nie. Und die in dem Action in der Kleinstadt hat immer alle neuen Sachen. Außer jetzt die Stanzen. Die hat er leider auch nicht gehabt. Aber sonst hat er immer die neuesten Sachen. Naja. So, und dann habe ich mir einmal die hier mitgenommen. Die waren jetzt auch im Angebot für 1,16 €. Diese Eisenstanzteile da mit diesen Buchstaben, die kaufe ich mir nicht. Weil ich habe das gestern gesehen, da hat das jemand ausprobiert und das sah also nicht schön aus. Wirklich nicht schön aus. Weil die wohl so dünn sind, dass das, ja. Naja, ich habe damit eine andere Idee und zwar habe ich ja einen Plotter und ja, da könnte man dann auch was drauf machen. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. Deswegen durften die mit. Dann durfte einmal das hier mit. 99 Cent. 2 Bilderrahmen, die kosten 1,39 €. Ja. Auch mit. Achso, dann war in der Werbung dieses Strandzelt für 7 € und noch was, 39 oder so. Dann habe ich mir einmal die hier mitgenommen, weil ich habe irgendwie gar keine Perlen, ich habe alle verkauft und ja, die fand ich ganz schön, die durften mit für meine Anhänger. Dann war das noch im Angebot für 2,49 €. Genau. Und dann kommt das, was ich noch nicht gesehen habe bei jemandem. Das hier glaube ich schon. Mit diesem Traumfänger. Federn, Traumfängern, Vögeln. Also das ist auch ganz süß. Das habe ich ja am letzten oder am vorletzten oder das ist schon länger her, Haul auch mal gesagt, ich bastel daraus Karten. Ich habe daraus auch schon Karten gebastelt. Die kommen dann aber im Craft-Update. Könnte man ja aber auch für Alben benutzen.
So, und dann, das habe ich nämlich noch nicht gesehen, das ist so süß. Wal und so Bibi oder Kinder Motive. So süß. So süß. Nehme ich mal ein bisschen hoch. Seht ihr das? Also wirklich. Richtig, richtig süß. Und die habe ich auch gleich zweimal mitgenommen. Weil einmal für mich, einmal dann für Bibi-Album. Fand ich richtig cool. So, und das war's. Jetzt kommt noch ein Kickhaul. Da gab es nämlich so ziemlich für alles für 10 Cent. Da habe ich zugeschlagen. Und jetzt haben sie es wieder reduziert. Also die ganzen 50 Cent Sachen und so. Auf 10 Cent. Aber ich war noch nicht da. Ja, aber den drehe ich jetzt auch gleich noch ab. Und dann kommt noch ein Craft-Update und das Gewinnspiel. Sorry Leute, ich habe das total vergessen. Das kommt dann auch noch. Alles noch heute, morgen. Das Gewinnspiel auf jeden Fall heute oder morgen. Und die Videos kommen dann immer nach und nach. Tschüss!